So. Ach so, warte mal kurz. Ich wollte mal schauen, kann ich jetzt eigentlich auf diese Werkbank hier zugreifen? Nö. Weil ich würde ja schon gerne auch mal Geoden aufbrechen. Morgen. Schön, dass außer mir schon jemand auf ist. Normalerweise ist es morgens so ruhig. Oh, das ist perfekt, Mike. Nimm das dafür. Hose in Gelbtönen. Ach du Scheiße. Wie sieht das wohl aus? Oh Gott. So, wie ist das mit den Stiefeln? Nee, ich gefall mir so besser. Ah, da sitzt jemand. Cool. Mein Besuch hier lässt mich erkennen, dass ich zu alt für die Stadt geworden bin. All diese jungen Leute mit ihren elektrischen Dingern, den digitalen, was auch immer's, und den virtuellen Dings das. Wozu brauchen die das alle bloß? Es ist praktisch. Praktisch für wen? Nicht für mich, so viel ist sicher. Bis ich herausgefunden habe, wie man diese Dinger bedient. Hätte ich die Aufgaben schon 5-mal selbst erledigen können. Vielleicht ist es endlich an der Zeit, mich zurückzulehnen und das ruhige Leben zu genießen. Sag mal, weißt du zufällig, ob es hier irgendwo ein Haus zum Verkauf steht? Ob es hier irgendwo ein Haus zum Verkauf steht? Ob es ein Haus zu verkaufen... Das S weg. Ob hier irgendwo ein Haus zum Verkauf steht? Was ist denn hier los? Wer hat denn das übersetzt? Ja, das wäre wirklich eine feine Idee. Ich pack dann besser mal meine Sachen zusammen. Ja, mach du mal. Für dich habe ich auch irgendwann noch ein Haus. Oh, hi. Wie läuft dein Tag so? Meiner ist bisher ziemlich ruhig. Okay. Neulich wollte ich mit einem Skateboard einen Ollie über einen umgestürzten Baum machen und bin ordentlich hingefallen. Peinlich, was? Nein, das gehört dazu. Wenn du sowas lernen willst, musst du auch mal hinfallen. Und irgendwann kannst du es dann. Da läuft wer. Hey, Ren. Oh, ich dachte auch schon mal daran, meine Haare so zu frisieren wie du. Sieht verrückt aus. Ich habe keine Haare. Ich hatte letzte Nacht einen schrecklichen Albtraum. Ich träumte, ich würde auf einen Baum klettern. Ich hörte ein lautes Knack und fiel. Ich wachte auf und bemerkte, dass mein Bett kaputt ist. Haha. Könntest du mir ein neues bauen? Ja, na sicher. Großartig, danke. Sag danke, wenn du eins hast, aber... You know. Also, ich möchte bauen Bett. Dafür brauche ich noch 6 Holzbretter und 2 Kissen. Sechs Bretter, 2 Kissen. Heilige Scheiße. Also. Ich habe 3 Bretter. Hier ist sonst nichts, auch kein Holz. Aber ich habe Grasbüschel und daraus kann ich... Wenn ich das richtig verstanden habe, Stoff machen. So. Ich werde also zuerst mal anfangen, hier den ein oder anderen Baum umzumachen.
So. Das dürfte eigentlich reichen. Dann gehe ich jetzt zweimal Füllwatte kaufen. Denn ich glaube, ich brauche für ein Kissen nur einmal Füllwatte. Ach so, und wenn ein Haus fertig ist, bedeutet es ja auch, ich kann ein neues in Auftrag geben. Da wäre es da auch mal interessant, gleich mal zu gucken. Vielleicht mal... Steinplatten, Holzbrett, Ziegelstein. Okay, also Rotholzbrett kann ich nicht bauen. Ich habe noch kein Rotholz. Ziegelstein habe ich auch noch nicht. Aber es wäre mal interessant, ob ich Ziegelsteine schon bauen könnte. Vermutlich eher nicht, aber ich schau mal. Die Kamera ist schon wieder ausgegangen. Normalerweise müsste die 29 Minuten und 59 Sekunden durchhalten, bis die ausgeht. Was wollte ich denn jetzt machen? Genau, ich wollte wissen, ob ich bei Sally den Plan für Ziegelsteine kaufen kann. Ja. Ich meine, wenn ich schon mal dabei bin. Gut, Rohdiamant habe ich noch nicht gefunden, aber dann bauen wir hier auch direkt nochmal, kaufen wir auch direkt den Kissenplan und da ist auch ganz gut zu sehen. Stoff brauche ich wesentlich mehr als ich dachte, aber Füllmaterial nicht. Okay. Also, ich möchte gerne Stoff machen. Ich kann aber nur zweimal machen, weil ich nicht genug Grasbüschel habe. Ach, und da kann ich Geoden brechen. Aha, dann komme ich auch gleich nochmal wieder und kümmere mich um die Geoden. Aber eins nach dem anderen. Ich brauche noch ein bisschen Gras. Nein, krass. So.